Susan und Steffen Zeisig wollen mit ihrer 6-jährigen Tochter Ilka von Berlin nach München umziehen. Dort hat Steffen nach 3 Jahren Arbeitslosigkeit eine Stelle als Kfz-Mechaniker gefunden. Die alte Wohnung ist bereits geräumt, die Möbel eingelagert, fehlt nur noch die Wohnungsabnahme, nach der Vermieter Eberhard Klappig die dringend benötigte Kaution zurückzahlen will. Doch Klappig zögert den Termin immer wieder hinaus. Eine Woche vor dem Umzugstermin hat er endlich Zeit für Susan. Schön, dass das geklappt hat, Herr Klappig. Wir sitzen schon auf ganz heißen Kohlen. Herr Rotzali, was gibt's denn? Na, wir ziehen auch in einer Woche nach München. Und darum habe ich ja so auf den Termin gedrängt. Ich brauche natürlich die Kaution. Ach, dann wollen Sie heute kündigen. Heute? Wieso heute? Gekündigt habe ich längst. Ich weiß von nichts. Sie müssen sich an Regeln halten, wie wir alle hier im Haus. Herr Klappig, Sie machen jetzt Scherze mit mir? Ich mache mit so Sachen grundsätzlich keine Scherze. Wissen Sie, wenn Sie kündigen wollen, dann ist das Ihre Sache. Aber wenn Sie versuchen, mich hier über den Tisch zu ziehen, das läuft nicht. 3 Monate Kündigungsfrist. Herr Klappig, ich habe fristgerecht gekündigt und das wissen Sie auch. Ich habe Ihnen höchstpersönlich das Kündigungsschreiben gegeben, wir haben alles besprochen und Sie haben mir zugesichert, dass ich nach Abnahme auch die Kaution erhalte. Ich weiß von nichts, vielleicht haben Sie das geträumt. Ja, kann ja sein. Wenn Sie kündigen wollen, dann bitte schriftlich und fristgerecht. So, ich habe jetzt doch Sachen zu tun, ich muss... Moment mal! Schönen Tag noch, Frau Zeisig! Das können Sie jetzt nicht mit mir machen! Wenn wir die Kaution nicht erhalten, dann können wir einpacken. Davon müssen wir doch die Kaution für die neue Wohnung in München bezahlen. Wie sollen wir das machen? Ich war froh, dass sich der neue Vermieter überhaupt auf diesen Deal eingelassen hat. Wir ziehen in einer Woche um, Mist! I came in like a Völlig aufgelöst fährt Susan zu ihrer Mutter Ria, bei der die kleine Familie bis zum Umzugstermin untergekommen ist. Dort suchen die beiden Frauen verzweifelt nach einer Kopie des Kündigungsschreibens. Leg dich mal jetzt nicht auf, wir dürfen uns ja überhaupt nicht aufregen. Wir müssen einfach weitersuchen und dann werden wir das Dokument schon finden. Oh, das kann überall sein. Ich kann damit Omas Kristallvase ausgestopft haben. Ja. Oder ich habe mir damit ein Brot eingepackt. Bei dem Chaos in den letzten Wochen. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Warte doch mal ab. Hey, was veranstaltet ihr denn da? Oh, darf ich mitspielen? Später, mein Schatz. Jetzt suchen wir erst mal was. Du, was hältst du davon, wenn du mit Oma jetzt noch Eis essen gehst? Ich will Vanille. Nee. Und Weißmeister. Es gibt gleich Abendessen. Nix. Lass mal, Stefan. Ich gehe mit ihr mal eine Runde raus. Es gibt da ein kleines Problem. Problem? Komm mir jetzt bloß nicht mit irgendwas Unangenehmem. Ich weiß momentan eh nicht, wo mir der Kopf steht. Herr Knapp, ich meinte, wir hätten nicht gekündigt. Was? Aber du hast es doch schriftlich. Ich meine, du hast es doch schriftlich, oder? Ich habe eine Kopie vom Kündigungsschreiben gemacht, bevor ich es Herrn Knappig gegeben habe. Und du hast es nicht unterschreiben lassen? Das ging alles so schnell. Er hat es so verdammt eilig. Ich weiß es nicht. Wo ist die Kopie? Oh, rate mal, was ich hier gerade suche. Okay. Also, ich versuche jetzt mal nicht auszuflippen. Du hast mir vor 3 Monaten gesagt, dass das alles erledigt ist. Und dass, wenn wir ausziehen, dass wir die Kaution vom Klappig bekommen bei der Abnahme. Ist soweit richtig? Ja, verdammt. Aber heute konnte er sich an nichts mehr erinnern. Angeblich. Er meinte, wir müssen neu kündigen. Ich weiß es nicht. Sag mal, ist dir eigentlich klar, was du mit deiner Dämlichkeit da anrichtest? Wir müssen hier in einer Woche raus sein. Und wenn wir die Kaution nicht vom Klappig bekommen, dann können wir die Wohnung in München auch vergessen. Und wo sollen wir dann schlafen? Unter einer Brücke? Schreie mich nicht so an. Dadurch wird's jetzt nicht besser. Was erwartest du denn von mir? Soll ich dich beglückwünschen? Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Wir brauchen einen Anwalt. Wir müssen hoffen, dass der irgendwie ein kacktes Wunder vollbringen kann. Es geht ja immerhin um unsere Existenz. Und ich muss in 10 Tagen meinen neuen Job anfangen. Und wenn wir das nicht gerade biegen, dann sind wir am Arsch. Gleich am nächsten Morgen haben Susan und Steffen bei Rechtsanwalt Floristan Gödings einen Termin bekommen. Steffen hat den ganzen Umzug reibungslos organisiert und ist immer noch auf 180, weil Susan vergessen hat, die Kündigung vom Vermieter unterschreiben zu lassen. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Sie brauchen die Kaution der alten Wohnung, um die Kaution der neuen Wohnung zu bezahlen, weil ansonsten das Mietverhältnis nicht hinhaut. Ja, der Vermieter in München war da wirklich sehr verständnisvoll. Anders hätten wir es auch finanziell gar nicht hinbekommen. Und unsere Möbel haben wir erst mal im Lagerraum untergestellt. Dann mal vielleicht was anderes. Gibt es denn hier irgendwie was Schriftliches zu der Kündigung? Haben Sie da was? Nein, leider nicht. Ja, die Kopie hat sie ja leider verschlampt. Gut, die Kopie ist das eine. Wir bräuchten natürlich irgendwie auch einen Zustellungsnachweis von der Kündigung.
Das sagen Sie das mal meiner Frau. Gut, gibt's denn irgendwie eine andere Möglichkeit? War dann irgendjemand zum Beispiel dabei, ein Zeuge, der das vielleicht gesehen haben könnte? Ja, unsere Nachbarin Maya, die hat das mitbekommen. Ich bin mit dem Schreiben runter zum Briefkasten und wollte das gerade in einen Umschlag stecken. Und da habe ich Maya getroffen. Und dann kam der Klappi schon von draußen. Ich habe ihm die Kündigung gegeben und er meinte sogar noch, wie schade er das findet, dass wir jetzt ausziehen. Ich habe ihn dann noch gebeten, mir eine Bestätigung schriftlich zu geben, aber er sagte, er hätte jetzt nicht so viel Zeit und außerdem ist alles geklärt, ich soll mir bloß keine Sorgen machen. Ja, und dann ist auch klar, warum er die Abnahme immer wieder verschoben hat. Weil du nichts Schriftliches von ihm hast, ne? Da lacht sich doch eh ein Arsch ab jetzt. Ja, aber vielleicht lacht er sich denn auch zu früh ab, Herr Zeisig, denn es ist doch so, wir haben hier ganz offensichtlich eine Zeugin, die das eben auch bestätigen kann, dass sie fristgerecht gekündigt wird. Ich würde vorschlagen, wir fahren direkt hin zu dem Vermieter und beenden die ganze Farce. Denn wenn es tatsächlich diese Zeugin gibt, dann ist die Sache eigentlich eindeutig. Anwalt Florestan Göding, Susan und Steffen fahren zu Eberhard Klappig, in dessen Haus auch Familie Zeisig noch bis vor kurzem gewohnt hat. Als sie den Vermieter nicht antreffen, nutzt der Anwalt die Gelegenheit, um mit Nachbarin Maya zu sprechen, die die Kündigungsübergabe bezeugen kann. Doch die reagiert anders als erwartet. Der Klappig macht Stress mit unserer Kündigung. Ja, wenn man vom Beuger spricht. Ah, hallo. Oh, nein. Was ist denn nun mit Ihrer Dusche? Ganz kurz, sind Sie, Herr Klappig, der Hausrechtsanwalt? Und was geht Sie das an? Ich bin Rechtsanwalt Königs, ich vertrete hier die Familie Zeisig und es gibt anscheinend Missverständnisse bei der Wohnungskündigung. Ich bin da, um diese Missverständnisse aufzuklären. Herr Anwalt, na ja. Wunderbar, dann klären Sie doch bitte mal meinen Mietern, dass sie kündigen müssen, wenn sie eine Wohnung verlassen wollen. Wir alle müssen uns hier an Regeln halten. Das bin ich nicht da, das habe ich ja schließlich auch studiert. Die Sache ist nur die, es wurde hier fristgemäß gekündigt und das kann ja die Frau Klein hier anscheinend auch bestätigen. Ach, interessant. Ist das so? Können Sie das wirklich? Nein, kann ich nicht. Du hast doch daneben gestanden. Ich kann mich nicht erinnern. Sorry. Bitte, Maya, tu mir das jetzt nicht an. Sag, was du mitbekommen hast. So, jetzt reicht's. Sie setzen meine Mieterin nicht unter Druck. Alle raus hier. Du miese Schwein. Warum musst du es immer drauf anlegen? Ganz ehrlich, lassen Sie es gut sein. Das bringt so nichts. Ja, wir haben da bessere Möglichkeiten. Sie hören auf uns. Ja. Ja, machen Sie, was Sie nicht lassen können. Hauptsache, ich krieg nächsten Monat als erste meine Miete. Nicht wahr? So, Frau Klein, vergesst die Dusche. Na, wollen wir mal gucken. So ein Arsch, den haben wir doch überhaupt keine Chance. Ja, scheint auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Zeitgenosse zu sein. Aber ich denke, ich werde mir die Frau Klein noch mal sprechen. Und, okay. Aber alleine, wenn er, glaube ich, nicht dabei ist. Und ich würde einfach vorschlagen, jetzt beruhigen Sie sich. Lassen Sie uns nach Hause gehen. Ja. Klar, Maya Schiss. Der tyrannisiert ja hier alle im Haus. Aber dass das so weit geht, hätte ich einfach nicht gedacht. Ja, hier hat ja auch keiner Geld. Da kann man sich nicht mal so schnell eine neue Wohnung nehmen. Sonst wären hier schon einige ausgezogen. Susan hat Anwalt Florestan Gödings das Restaurant genannt, in dem Maya als Kellnerin arbeitet. Dort sucht der engagierte Jurist die junge Frau auf. Er ist überzeugt, dass Maya Angst vor Vermieter Klappig hat. Die will er ihr in einem ungestörten Gespräch nehmen und sie davon überzeugen, wie wichtig ihre Aussage für Familie Zeisig ist. Hallo. Hallo. Was wollen Sie denn hier? Ja, Frau Zeisig, ich würde die Situation ganz gerne nutzen, um mich mal eine Minute mit Ihnen unterhalten zu können. Hören Sie, ich habe zu tun und ich kann Ihnen auch nicht helfen. Frau Klein, machen wir es. Ich habe zwei gute Gründe, wenn Sie sich ganz kurz Zeit nehmen können. Der erste gute Grund ist, dass Sie der Familie Zeisig wirklich helfen können. Und der zweite Grund ist, dass ich Ihnen helfen kann. Ich meine, ich sehe doch wieder für mich, dass Sie unter Druck sitzen. Eine Minute für mich. Sie haben doch keine Ahnung. Dann erzählen Sie es mir. Was wollen Sie denn hören? Der Klappig ist ein Arsch vor dem Herrn. Der tyrannisiert uns bis aufs Blut. Wenn der einen auf dem Kieker hat, dann wird es nicht lustig. Ich meine, warum lassen Sie sich das denn gefallen? Sehen Sie, ich bin Kellnerin. Ich habe eine 7-jährige Tochter, die ich alleine großziehe. Und ich bin heilfroh, so eine billige Wohnung gefunden zu haben. Und ich kann es mir auch einfach nicht leisten, umzuziehen. Was glauben Sie denn, was passieren würde, wenn Sie ja tatsächlich bezeugen würden, dass die Zeisigs die Wohnung gekündigt haben? Ein Beispiel. Ich habe mit meinem Fahrrad mal eine winzige Schramme im Hausflur gemacht. Wissen Sie, was der Klappig da gemacht hat? Der hat den ganzen Flur neu streichen lassen und die Miete erhöht. Wenn ich mich jetzt gegen den stelle, lässt er sich was einfallen, bin ich mir sicher. Ja, aber Frau Klein, ich meine, Sie haben doch Rechte als Mieterin. Ja? Das ist eine reine Schikane. Ich kenne Vermieter wie den. Das machen die pausenlos, dagegen können Sie sich wehren. Und außerdem ist es ja auch so, dass wenn hier Druck ausgeübt wird und wenn Sie bedroht werden, dann ist das auch ein Strafdelikt. Das nennt man dann Nötigung. Ich meine, werden Sie denn bedroht? Nein, nicht direkt. Aber Sie haben ihn ja erlebt.
Ich habe halt Schiss vor dem. Wie soll ich mich denn gegen den wehren? Nun, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Sie als Mieterin haben. Wir haben zum Beispiel einmal das, was Sie angesprochen haben, diese Mieterhöhung. Die muss begründet sein. Die darf nur in Ausnahmefällen erhoben werden und dann auch nur bis zu einer gewissen Höhe. Und es gibt hier noch viel weitere Möglichkeiten. Der wird sich schon wundern. Spätestens, wenn er das dritte Mal vor Gericht verliert, wird er aufhören, Sie so zu schikanieren. Sie haben leicht reden. Sie müssen da ja auch nicht wohnen. Aber ich? Der tut immer so, als hätte er uns alle in der Hand. Ja, aber Frau Klein, das hat er nur so lange, wie Sie das mit sich machen lassen. Ja? Ich meine, das ist doch kein Zustand, so wie das ist. Hören Sie auf und wehren Sie sich dagegen. Ich fühle mich total mies, weil ich Susanne so abhängen lassen. Aber dagegen können Sie jetzt was machen. Bezeugen Sie, dass die Zeisigs ordnungsgemäß gekündigt haben und das am besten schriftlich. Und wenn Ihnen irgendwas passieren sollte, wenn da noch mal Druck aufgebaut wird, dann melden Sie sich bei mir, dann helfe ich Ihnen. Okay. Okay. Dann haben Sie vielen Dank. Ich erlebe leider sehr häufig, dass Mieter der Meinung sind, dass sie auf Gedeih und Verderb dem Vermieter ausgeliefert sind. Aber es gibt durchaus Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Und falls mir bekannt werden sollte, dass die Frau Klein wegen ihrer Ehrlichkeit Schwierigkeiten bekommen sollte, dann gehe ich mit dem Vermieter Schlitten fahren. Anwalt Floristan Gödings teilt den Zeisig sofort mit, dass Maja nun doch die fristgemäße Abgabe der Wohnungskündigung bezeugen wird und sie nun rechtlich auf der sicheren Seite sind. Gleich am nächsten Morgen übermittelt er dies auch Vermieter Klappig. Da der Anwalt mit Vermietern wie Klappig schon oft schlechte Erfahrungen gemacht hat, redet er sofort Klartext mit ihm. Ich habe hier eine eidesstattliche Versicherung von der Frau Klein, die bezeugen kann, dass die Wohnung ordnungsgemäß gekündigt worden ist. Und jetzt halten Sie sich fest, sogar fristgemäß. Das hat die gute Frau ganz falsch verstanden, genau wie die Frau Zeisig. Von einer Kündigung war nie die Rede. Sie sehen ja, meine Mandanten sehen das anders und wir haben auch eine Zeugin. Ich will es ganz kurz machen. Herr Klappig, Sie haben versucht, meine Mandantschaft zu verarschen. Das hat nicht geklappt. Ich schlage Ihnen jetzt vor, dass wir morgen noch mal eine Wohnungsübergabe machen. Dann um 12 Uhr. Wenn Sie das nicht wollen, sehen wir uns vor Gericht. Wie sieht denn das aus? Okay. Wir machen das so, damit die liebe Friede in Ruhe hat. Und dann sehen wir uns morgen. Gut, alles klar. Und dann gehe ich auch davon aus, dass dann auch anschließend, wie vereinbart, auch die Kaution überwiesen wird. Ja? Da klappe ich keine Spielchen mehr. Und falls ich mitkriegen sollte, dass Sie hier die Frau Klein unter Druck setzen oder noch schikanieren oder mobben oder ähnliches, Herr Klappig, dann lernen Sie mich kennen. Dann werde ich Ihnen juristisch so viel Ärger bereiten, dass Sie sich wünschen, mich nie kennengelernt zu haben. Haben wir uns da verstanden? Einen schönen Tag noch. Die Zeisig sind erleichtert, dass Anwalt Floristan Gödings die Wogen geglättet hat. Doch dann ruft Vermieter Klappig Susan an, dass der Gutachter den Termin auf 8 Uhr morgens vorverlegt hat. Da Steffen zu einem Termin musste und Susan Anwalt Floristan Gödings nicht erreicht, geht die 27-Jährige allein zur Wohnungsabnahme. Also ich habe mir das angesehen, soweit ist die Wohnung wirklich tipptopp in Ordnung. Bis auf die Möbel, die dann noch rauskommen die Tage. Ja. Können Sie sehen, ich habe das alles protokolliert. Glücklich, dass ihrem neuen Leben in München nun nichts mehr im Wege steht, unterschreibt Susan das Abnahmeprotokoll. Super, alles klar. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich muss leider schon wieder weiter. Okay, ja? Danke, wiedersehen. Warten Sie, Moment. Ja? Mein Mann hat gesagt, ich soll mir einen Durchschlag geben lassen. Ich habe leider gar keine Zeit. Ich schicke Ihnen das alles mit der Post die Tage. Ja? Mach ich. Danke. Okay. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So, Frau Zeisig, also es tut mir schrecklich leid, Sie als Mieter zu verlieren, wirklich. Aber ich wünsche Ihnen in Ihrem neuen Leben alles Gute. Danke, Herr Klappig. Okay. Danke, ich bin wirklich froh, dass alles vorbei ist. Herr Klappig, was ist denn jetzt mit der Kaution? Also, kriege ich die heute noch ausgezahlt? Sie wissen ja, ich brauche das Geld dringend. Wissen Sie was, ich überweise Ihnen das heute. Versprochen. Ne? Ich will ja keinen Ärger mit Ihrem Anwalt kriegen, ne? Okay, danke. Danke. Ich kenne Herrn Klappig gar nicht wieder. Der Anwalt muss ihn ja völlig handsam gemacht haben. Egal, Hauptsache ich bin diese verdammte Wohnung los und krieg die Kaution wieder. Anwalt Floristan Gödings ist verärgert, dass er bei der Wohnungsabnahme nicht dabei war. Er fürchtet erneute Schwierigkeiten, weil Susan keine Durchschrift des Abnahmeprotokolls hat. Und tatsächlich, zwei Tage später muss er den Zeisigs schlechte Nachrichten überbringen. Ja, nicht nur das. Ich habe eigentlich auch noch ein paar andere Nachrichten, aber die würde ich ganz gern doch alleine besprechen. Ich finde sie doof. Aber Ilka, sei doch nicht so unhöflich. Komm, wir gehen mal spielen. Ja, wir gehen raus. Aber ich will wissen, was der Doofe ist. Das reicht jetzt. Der doofe Mann ist wichtig für uns und du gehst jetzt spielen. Hopp, auf, komm. Oh, ein nettes Kind auf jeden Fall. Entschuldigung. Ja, willst du entschuldigen? Tut mir leid, sie hat schon seit Tagen schlechte Laune. Ich denke mal, der Umzug, der setzte ganz schön was. Ja, also wie gesagt, schlechte Nachrichten habe ich ja auch. Da setzt noch eins drauf und zwar im Abnahmeprotokoll wurde festgehalten, dass bei der Übergabe sowohl alle Türen in der Wohnung
als auch die Einbauküche entfernt worden sind. Und jetzt fordert der Vermieter, ich zeige es Ihnen, der fordert tatsächlich 1.800 Euro und zwar nach Abzug der Kaution in Höhe von 2.000 Euro. Was? Das habe ich nicht unterschrieben. Ja. Der Klappich hat doch sogar noch die Küche überprüft. Frau Zell. Und natürlich waren die Türen dann. Wo sollen die denn sonst sein? Ja, ich habe mir ja gleich von Anfang an gesagt, dass ich da Bedenken hatte, so wie Sie mir die Abnahme geschildert haben. Ja. Das kann doch nicht sein. Machst du das mit Absicht? Das heißt, ich meine, wir haben hier wirklich ein Problem, ja? Also, weil Ihre Frau hat nun keinen Durchschlag des Protokolls bekommen. Hey, wenn du, und deswegen kann man das nicht mehr nachweisen, ja? Ja, und wenn du unser Leben zerstören willst, dann sag's doch einfach. Dann nimm doch unser Geld und schmeiß es gleich in die Spree. Das hab ich doch nicht mit Absicht gemacht. Der Gutachter, der hat das schon die ganze Zeit so eilig. Und dann redet auch noch der Klappich die ganze Zeit auf mich ein. Das ging alles so schnell. Herr Zeisig, jetzt beruhigen Sie sich ganz kurz. Ich meine, es ist doch ganz offensichtlich, dass die Sachen hier nachträglich eingefügt worden sind. Ja, und was soll uns das jetzt bringen? Erstmal würde ich sagen, beruhigen wir uns an der Stelle, weil das so kommen wir auch nicht weiter. Was ich jetzt mache, ich fahre zu dem Herrn Klappich und setze ihm die Pistole auf die Brust und ich werde nochmal mit ihm reden. Ja? Das lassen wir natürlich nicht auf uns sitzen. Also das ist wirklich eine schwierige Situation. Der Herr Klappich, der schreckt wirklich vor gar nichts zurück und ganz offensichtlich betrügt er hier auch. Das Problem, was wir allerdings haben, wir müssen es beweisen. Und das könnte schwierig werden. Jurist Florestan Gödings fährt nach dem Gespräch mit Steffen und Susan umgehend zu Vermieter Klappich. Er ist entsetzt, mit welcher Dreistigkeit Klappich seine ehemaligen Mieter um ihre Kaution bringen will und dafür Horrorgeschichten über die Zeisigs auftischt. Ich habe eine ganze Menge erlebt, aber das ist echt zu viel. Also ich sage Ihnen mal eins, sowohl die Küche als auch die Türen waren zum Zeitpunkt der Übergabe noch vorhanden. Ja, die Frau Zeisig erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Kleinen Moment mal. Ellen? Ellen, kommst du mal bitte? Darf ich mir vorstellen, Ellen ist meine Lebensgefährtin, die wohnt hier im Haus und die kann Ihnen schon eine ganze Menge Geschichten über diese Horrorfamilie erzählen. So, Ellen, erzähl mal. Krach haben die gemacht ohne Ende, besonders nachts. Und wenn ich die morgens drauf angesprochen habe, dann wussten die von gar nichts. Und dreckig waren die. Der Hausflur war die reinste Müllhalde. Widerliche Leute. Tja, also das klingt schon sehr aggressiv und ich glaube auch nicht, dass das der Wahrheit entspricht, zumindest nicht meinem Bild von dieser Familie. Was aber ganz klar auf der Hand liegt, ist, dass sie die Kaution nicht zurückbezahlt haben, dass hier ganz offensichtlich wahrheitswidrige Angaben im Abnahmeprotokoll getätigt worden sind und außerdem haben sie den Termin der Übergabe auch noch vorverlegt, damit ich nicht dabei sein kann. Ich sage Ihnen mal eins, Herr Klappich, wenn ich auch nur irgendwie die Möglichkeit habe, Ihnen das Handwerk zu legen, dann werde ich die Polizei hinzuziehen. Und ich darf Ihnen auch mitteilen, dass meine Mandanten gewillt sind, hier auch eine Strafanzeige zu erstatten und natürlich auch eine Zivilklage zu erheben. Sie können mir gar nichts, weil ich nämlich im Recht bin. Ja, und Ihre Mandantin ist eine krankhafte Lügnerin. Was ist denn mit der Küche? Da gibt es ja noch nicht mal Beweis, dass die überhaupt weg ist. Clement, das können wir gleich klären. Kommen Sie mit. Ellen, du auch? Ja, ich will jemanden dabei haben, nicht, dass es später heißt, ich hätte ihn bedroht. Ja, kein ja? Problem. Los. Anwalt Florestan Gödings ist schon vor Betreten der Wohnung eines klar. Diesmal werden Klappichs Behauptungen ausnahmsweise richtig sein. Gucken Sie mal hier, die Wohnzimmertür. Die hat man mir gelassen. Vielen Dank auch. Aber der Rest, gucken Sie sich um, alles weg. Tja, also die Türen. Die Türen sind tatsächlich weg. Ja, ja sicher. Auch. Gut, das war ja abgesprochen hier mit dem Bett. Ja, das ist soweit in Ordnung. Ja. Frau, gucken Sie mal hier. Auch Küche, nichts mehr da. Alles weg. Das stimmt. Gut, also wenn das tatsächlich alles weggeschafft worden ist, dann muss es doch auch irgendwie einen Beweis dafür geben, wer es weggeschafft hat oder nicht. Sie kapieren das nicht, oder? Ihre Mandanten sind die Bösen, nicht ich. So, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Wir müssen ab zum Schützenfest. Darf ich Sie bitten zu gehen? Ja, das dürfen Sie. Ja, glaube ich, noch ein Wort zum Schluss. Ich kann Ihnen nur eins sagen, Sie können sich hier wirklich eine Menge Ärger ersparen, wenn Sie einfach die Kaution überweisen und es einfach gut sein lassen. In dem Sinne, einen schönen Tag auch für Sie. Die Planmäßigkeit, mit der Herr Klappich hier vorgeht, das lässt mich wirklich vermuten, dass er das schon häufiger gemacht hat. Und dann muss es auch Zeugen geben und die werde ich finden. Und dann werde ich auch die richtigen Fragen stellen. Aber ohne Herrn Klappich im Nacken. Eine Stunde später sucht Anwalt Florestan Gödings das Mietshaus erneut auf. Er weiß, dass Eberhard Klappich nicht da ist und will die anderen Mieter ungestört befragen, ob sie etwas vom Transport der Türen mitbekommen haben. Doch Christine und Otto aus dem zweiten Stock reagieren geradezu verängstigt. Hallo, das ist ja schön, dass ich Sie hier treffe. Ich bin Rechtsanwalt Gödings. Ich vertrete die Familie Zeisig, ihre ehemaligen Nachbarn. Und ich wollte Sie mal fragen, die hatten ja so ein paar Probleme mit den Vermietern, mit dem Herrn Klappich. Wir wissen von gar nichts. Ich habe da noch gar nichts gefragt. Wir wissen trotzdem nichts. Herr Klappich ist ein wunderbarer Vermieter und wir haben noch nie Probleme mit dem gehabt.
Gut, das freut mich natürlich für Sie. Das sieht bei der Familie Zeisig ganz anders aus. Da gab es enorme Probleme bei der Wohnungsübergabe. Haben wir nichts von mitbekommen. Was ich Sie eigentlich fragen wollte, ist Ihnen irgendwie aufgefallen, ob hier in den letzten, sagen wir, 2 Tagen jemand Türen oder Küchengegenstände durch den Hausflur getragen hat? Da können wir Ihnen gar nicht helfen. Wir haben nichts gehört, jetzt kommt schon was. Gut, also da haben Sie mir auch schon ein bisschen geholfen wenigstens. Auch Milan ist voll des Lobes für Vermieter Klappich. Aber er gibt Anwalt Floristan Gödings immerhin einen versteckten Hinweis. Hallo? Ja, hallo, ich bin Rechtsanwalt Gödings und ich vertrete die Interessen von der Familie Zeisig. Sie wissen ja, Ihre ehemaligen Nachbarn. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, haben die erhebliche Probleme bei der Übergabe der Wohnung gehabt. Da sind Türen weggekommen, Kücheneinrichtungsgegenstände. Haben Sie da irgendwas mitbekommen vielleicht? Also dahingehend habe ich bis jetzt noch überhaupt noch gar nichts gehört. Also Herr Klappich kümmert sich, er ist ja ein vorbildlicher Vermieter, der kümmert sich super. Also die können sich ja mal umdrehen hier da oben. Er hat da sogar eine Kamera angebracht in jedem Stockwerk mit Video und Ton und so weiter, um für unsere Sicherheit zu sorgen und so weiter. Entschuldigen Sie mal kurz, ja, muss man schnell rein, Wasserbremsung sein. Ich hier da. Also das ist total merkwürdig. Also ich glaube denen hier überhaupt niemandem was. Da lügt doch wirklich jeder. Ja, nee, also wie gesagt, da nichts gehört oder sowas, keine Beschwerden und wüsste jetzt nicht, wie ich Ihnen da helfen kann. Bin auch leider kurz an die Runde. Gut. Muss ich wieder rein. Dann trotzdem vielen Dank, ja. Alles klar. Schönen Tag für Sie. Ja, ebenso. Umzugsunternehmen Walter, das ist auf jeden Fall schon mal ein Hinweis. Und das, was ich da drinnen erlebt habe, das habe ich ja noch nie erlebt, in meiner ganzen Laufbahn noch nicht. Das ist eigentlich schon richtig gehend gruselig. Da kann man auch gut verstehen, warum hier keiner den Mund aufmacht. Das ist die totale Überwachung und vor allen Dingen auch strafbar.